Wir haben die angeblich seltenste zu ziehende Karte. Leute, es geht los. Heute machen wir das erste Display auf von dem neuen Set Paldea Evolve bzw. Entwicklung in Paldea. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und los geht's. Leute, das erste Display. Das Set ist richtig scharf. Es gibt neue Illustration Rares, neue Secret Illustration Rares. Es gibt neue Goldkarten und ich bin so hyped drauf. Und das ganze Set hat natürlich hauptsächlich über die Entwicklungen. Deswegen heißt es ja auch Entwicklungen in Paldea. Ich muss sagen, der deutsche Name gefällt mir persönlich nicht so gut. Ich finde Paldea Evolved klingt ein bisschen flüssiger, ein bisschen besser. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute ziehen. Ja, ich habe mich dazu entschieden, dass ich wieder das Master Set machen werde. Es sieht schon mal ein bisschen farblich, so im Display, ein bisschen anders aus. Hier oben so ja, gräulich, rosa, sage ich mal. Neues Display, Leute. Wir müssen es einfach machen. Ah! Es riecht einfach gut. Ich weiß nicht. Ihr könnt mich den Schnüffel nennen, aber keine Ahnung. Wir gehen rein. Das erste Booster. Wir haben die Booster-Artworks ja uns schon angeschaut. Wir können es auch noch mal ganz kurz einmal anschauen. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Booster-Artworks. Wir haben einmal die 2 legendären Pokémon. Dann haben wir die 3 Starter, die Evolutionen von den 3 Startern. Der Vogel ist ziemlich komisch, finde ich, im Spiel. Katze sieht cool aus, aber das beste Pokémon von allen, meiner Meinung nach, hier Skelecock, Skeledirge. Das ist auch mein Starter. Und mit dem würde ich sagen, Leute, fangen wir an. First Pack Magic mit Skeledirge und wir gehen rein. Los geht's, Leute. Wir fangen an mit Rookidee Pikachu. Sehr schön. Ich finde dieses Artwork wundervoll. Wundervoll. Slackoth, Vatrel. Heute machen wir natürlich schon wieder den ein oder anderen Cut. Also ich werde euch vor allem natürlich die Highlights zeigen. Raichu. Oha, oha. Die haben wir in der ATB auch noch nicht gesehen. Auch sehr stark. Also wir haben sogar die Entwicklung hier bei Pikachu mit dabei. Tyranita. Despota. Da gibt es auch eine super tolle Illustration, wer die angeblich die seltenste zu ziehende Karte sein soll. Ich glaube so nicht ganz dran. Wir haben hier das Shinx in Reverse und Slaking, die erste Holo-Karte. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Findet ihr, dass eine Holo-Karte immer noch als Hit zählt oder nicht? Ich persönlich finde, jein. Ihr müsst es aus der Sicht von Kindern sehen. Ich glaube, die finden es ziemlich cool. Also mein Sohn findet es cool, dass da jedes Mal immer mindestens eine Holo drin ist. Ja, wenn man es als Wert, sag ich mal, sieht, dann ist es natürlich ein bisschen schlechter. Lavita. Oh mein Gott, ist das cute. Das Pokémon ist so süß. Ich habe es in Pokémon Go schon geliebt. Und das Chumplove, auch schön, mit der Feuerenergie dahinter. Sudowoodo, so jetzt ist mal langsam Zeit für den ersten Hit. Bombeater und wir haben das Garados in Holo. Oha, stark, die haben wir auch noch nicht gezogen. Die sieht mächtig gut aus, die sieht mächtig gut aus. Also, Paldea Evolved, Entwicklung in Paldea, wird wirklich dem Namen gerecht. Es geht wirklich so gut wie bei jedem Pokémon um die Entwicklungen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wie gesagt, entweder am Freitag oder am Samstag, weiß noch nicht genau, werden wir dann den 100er-Pull machen. Muss schauen, wie ich Zeit habe. Garganackle. Und, oh, wir haben die SDX. Paldean Clodsire. Der sieht cool aus, der sieht cool aus. Ah, ich habe jetzt den deutschen Namen vergessen. Aber wir haben die erste X-Karte, Leute. Wow. Und ich finde, dieses Foil ist schon wieder mega gut, mega gut. Ich finde es so gut. So, jetzt wird es aber mal Zeit hier für die erste Illustration. Gotharita. Hunchcrow. Das Volteball, Waxley, okay, der Starter und Rapscar, hat er schon. Ja, das Girafarig ist auch toll, hat auch eine schöne Entwicklung bekommen. Swalos, oh, das ist auch ein cooles Pokémon. Immer noch keine Illustration Rare, aber dafür das Tyranitar in Holo. Wow, das ist stark, das ist stark. Ich hoffe, dass wir die Illustration Rare ziemlich früh ziehen. Bei den ja, aktuellen Videos, die so rumschwirren, wo es um die Pull Rates geht, ist es angeblich die schwerste zu ziehende Karte. Allerdings, also ich bin Fan von Pull Rates, wenn es um die Rarität, um die Rarität der Karten geht, aber nicht um einzelne Karten. Du kannst auch mit einem ersten Booster natürlich die seltenste Karte ziehen. Aber die Rarity, das macht auf jeden Fall Sinn. Und, oh, hier, ne, ist wieder Tinglu. Oh, hier haben wir das Tinglu. Wie gesagt, ich komme mit der Karte nicht klar. Also ich glaube, die hätten das Pokémon schöner darstellen können. Muss ich echt sagen, die Karte gefällt mir nicht. Sagt mal in den Kommentaren, wie ihr das seht. Man kann nicht jede Karte irgendwie loben und sonst was und sagen und hypen und geil. Man muss auch mal sagen, wenn es mal nicht so toll ist. Und die Karte gefällt mir einfach nicht. Dafür hier, die Mankey-Karte, die gefällt mir richtig gut. Genauso Delibird. Sehr, sehr, sehr schöne Artworks. Raichu sieht auch sehr mächtig aus. Gothitelle. Palossand in Reverse. Und das Litleo. Und Luxray. Waha! Das sieht ja stark aus, Leute. Das Luxray in Holo. Ey, die Karte in Full Art, das wäre mega. Gibt so schöne Artworks. Ich bin ja immer so am Überlegen, was sind so meine schönsten oder meine Favorites bei den normalen Karten als Artworks. Kann man vorstellen, dass das eine der Top-Karten wird. Ganz schön Off-Center allerdings hier auch. Bis auf die X-Karten, bis jetzt noch kein Banger. Ich finde es einfach so geil, ein neues Set zu öffnen mit den wunderschönen Artworks, die man einfach noch nicht kennt. Ihr könnt mir mal sagen, wie es euch geht. Lasst ihr euch spoilern, schaut ihr euch Leaks an. Ich bin kein großer Fan davon. Ice Cube.
Nochmal das Tadpole in Reverse. Und jetzt wird es mal langsam Zeit für eine Hitkarte. Aber wir haben wieder das Abomber Snow. Spirit Bomb. Auch cool. Auch eine neue Holo. Oh, also fürs Master Set haben wir hier schon mal sehr gut holographische Karten. Yono. Yono Alt Art, die SER. Das wird wahrscheinlich die teuerste Karte im Set. Kostet im Japanischen über 1000 Euro. Der absolute Hammer. Auch wieder nur eine Holo. Hydreigon. Also, Leute, die Hits lassen auf sich warten. Aber hier auch schon wieder Off-Center. Links, rechts. Also, es zieht sich hier gerade ziemlich stark durch die ganzen holographischen Karten. Wir haben das Paldian Tauros, was mega, mega stark aussieht. Und das Baxcalibur als Holo. Hatten wir die schon als Holo? Ja, hat man schon. Das Display macht es echt spannend. Ich denke, wir sind schon fast durch die Hälfte durch, wenn wir nicht sogar schon durch die Hälfte durch sind. Und bis jetzt noch keine nennenswerte Hits. Also entweder haben die hier deutlich an der Pullrate geschraubt oder es ist wirklich alles am Ende des Displays. Wir haben Artazon, Paldian Tauros. Boah, das sieht in Nicht-Reverse ja noch heftiger aus. Hariyama und... Nani? Oh no! Yo! Wir haben das Tyranita! Wir haben die angeblich seltenste zu ziehende Karte. Tyranita Ordered. Es ist nur eine Illustration wieder, ne? Also von daher, ich glaube diesen Pullraten ehrlich gesagt nicht. Jemand hat 5000 Booster schon aufgemacht und die haben eine Pullrate, eine Pullrate ja ausgerechnet und das Pokémon soll angeblich die Karte sein, die am schwersten zu ziehen ist. Von daher, wir haben sie. Let's go. Tyranita und die ist hammerstark. Wie heftig geil ist das denn? Oh mein Gott. Das, oh mein Gott, guck mal hier strahlen. Das sieht fast aus wie 3D. Wie mega gut ist das denn? Boah, mega gut, Leute. Und dahinter haben wir noch das Mimikyu in Holo. Wenn das wirklich die angeblich seltenste Karte ist, Disclaimer, ich glaube es jetzt nicht unbedingt, dann haben wir sie. Dann haben wir sie. Tyranita, boah, die sieht so hammergeil aus. Das sieht so hammergut aus, Leute. Nochmal hier, guckt euch mal das an. Das sieht aus, als ob das eine 3D-Karte ist. So, und wir machen weiter. Das war jetzt die erste Hitkarte und dann gleich so ein krasser Banger. Ey, das ist heftig. Also, let's go. Das war durchaus, jetzt wenn ich so überlege, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich keine große Chase-Karte habe. Das war durchaus eine meiner Chase-Karten. Ja, also bei Despotar ist schon eins meiner Lieblingskarten, muss man einfach so sagen. Calamitous Snowy Mountain und... Nani? Oh, und wir ziehen das Paldian Tauros. Holy moly. Wow, wie stark ist das denn? Wie, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja eine geile Karte. Ich war mir gar nicht sicher, dass Tauros eine Illustration Rare hat. Oh mein Gott, guckt euch die Karte an. Wie krank gut ist die denn? Heftig. Heftig, heftig, heftig. Ey, wenn das nicht so mit die schönsten Illustration Rares sind im Set, dann weiß ich auch nicht. Und dahinter noch das Slacking. Hey Leute, hier ist der editierte Pokélos. Kurzer Einschub, wie ihr vielleicht im Video schon gemerkt habt. Ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass Tauros genau die gleiche Pullrate hat wie Despotar. Das heißt, wir haben back-to-back die zwei seltensten Karten im Set gezogen. Zumindest laut der aktuellen Pullrates, wenn man da glauben darf. Nochmal, wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan davon, Pullrates kartenspezifisch zu machen. Mehr der Rarität. Aber hey, ihr habt es gesehen, der Titel, der lügt nicht, das war kein Clickbait und jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß. Wert in dem Video noch keine Werte einblenden. Ich bin kein Fan von Werte einblenden. Jetzt mal generell, manchmal mache ich es ja, aber jetzt gerade am Anfang, es macht keinen Sinn. Ich könnte jetzt 100 Euro draufschreiben, wahrscheinlich zahlt es aktuell sogar einer, aber das ist nicht relevant. Die werden in ein paar Wochen wahrscheinlich irgendwo bei 10 bis 15 Euro sein. Mehr wird es nicht sein, aber es sind geile Karten. Sehr, 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 sehr schöne Artworks. Boah, und ich freue mich auf mehr, Leute. Toxicroak, Wingull, Corviknight, auch toll. Und dahinter das Sableye. Wow, Zubiris, auch eine sehr, sehr, sehr schöne Karte. Nagli, ich finde, das Pokémon sieht so ein bisschen aus wie der Super Mario Pilz. Nur andere Farben. Fuecoco und Crocolor. So, und jetzt noch das Skeledirge, bitte. Jetzt noch das Skeledirge und dann wäre es ein richtig mega Booster. Kombi und Hydreigon. Ne, leider kein Skeledirge. Wenn es so ist wie Scarlet Violet, dann kommt hier noch mindestens 1, 2 EX-Karten. Wir kriegen noch eine, wahrscheinlich eine Full Art, eine Trainer Full Art, vielleicht eine... ne Aldat, ne S.I.A. Müsste eigentlich sowieso kommen. Sorry, gerade ein bisschen Schluck auf. Gyarados in Reverse und Mimikyu in Holo. Vielleicht ziehen wir sogar noch eine von den neuen Kristallkarten. Lashoking und die Denne. Das wäre auch gut. Lashoking, mega gut, aber auch die Denne. Bin ich ein absoluter Fan von. Pineco, Passimian. Bei meinem Glück wird es aber wahrscheinlich eher eine Gold-Trainer-Karte, wenn wir eine Goldkarte ziehen. Parmot in Reverse. Oh, Leute, ich hab's gecallt. Oh, und das, so, das ist eine Trainerkarte und es ist eine Aldat. Es ist eine Trainer Aldat und im ersten Display ziehen wir Saguaro in
Secret Rare in, ja, Secret Rare in All That. Sehr cool, mit dem Pummeluff, mit Delibird, fällt mir der deutsche Name gar nicht ein. Oh, super cute, sehr nice. Stell dir mal vor, das wäre jetzt hier die Iono gewesen, wäre krass gewesen, aber auch die werden wir noch ziehen. Schöne Karte, eine sehr, 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 sehr tolle Karte. Schon mal eine Trainer Secret Illustration Rare und hier die Boss Orders Karte, die ist auch stark als Holo-Karte, aber auch hier, ne, relativ oft. Das Set habe ich echt bekommen, es macht Spaß. Es geht genauso weiter wie Scarlet Violet, wie kam es in Purpur aufgehört hat. Es macht mega, mega Bock. Pupitar, ich bin mega gehypt auf den 100er Pull. Passimian, eine Illustration Rare müsste eigentlich noch kommen. Pineco und das, oh, Wigglytuff, auch cool. Das Knuddeluff, sehr, sehr, sehr tolles Artwork. Und wir gehen rein in die letzten 10 Booster. Sagt mir mal in den Kommentaren, was ist eure Chase-Karte in diesem Set? Nimble und wir haben das Glimmet. Gefolgt von, oh, hier haben wir eine Trainerkarte. Hier könnte eine Fullart, Trainer Fullart. Nee, schade. Boss Orders. Am Samstag, denk mal, 20 oder 21 Uhr geht der Livestream los. Wir machen 3 Displays auf. Also ein schöner, gemütlicher 100er Pull. Ich bin mal gespannt, wie weit wir dann kommen mit dem Master Set. Ja, Master Set ist das große Ziel. Und wir haben das Sprigatito. Was ist das? Oh, okay, es ist die kleine Kristallkugel. Die kleine Kristallkarte. Aber immerhin schon mal. Ey, die ist aber auch toll. Ich dachte schon kurz, das ist die Full Art. Boah, aber die ist toll. Leute, guckt euch die Karte an. Sehr, sehr geil. Schöne Foil, schöne Holo-Foil hier. Toller Glanz. Hier ist auch mal kein Off-Center zu sehen, muss man sagen. Auch bei der Trainerkarte im Übrigen, die sieht sehr gut gesendert aus. Also, das passt doch schon mal. Cool, jetzt brauchen wir die natürlich noch in Full Art. Das wäre es jetzt noch, aber die Kleine nehmen wir auch schon mal mit. In der Regel hat man ja eine von den Kristallkarten in einem Display. Pinchurchin, die hatte ich auch noch nicht. Was für ein geiles Artwork. Mega, mega gut. Crocolor, Graphii. Okay, also den habe ich noch nie gelesen. Von daher ist die Karte auch neu. Sehr gut, schön fürs Master Set. Dunsparce, nochmal Graphii, gleich noch in Reverse Holo hinterher. Und hier haben wir die Full Art mit Giacomo. Okay, Leute. Also, heute mal keine Waifu am Start. 2 männliche Trainer. Cool. Sieht gut aus. Ist ein DJ. Ich kann mich jetzt an den nicht mehr erinnern. Ich muss sagen, die Trainer-Full-Arts haben die echt gut hinbekommen. Es fehlt noch eine Illustration Rare und ich denke, wir werden auch noch beim Pokémon mindestens eine Full-Art oder eine Alt-Art sehen. Wir haben das Seatotal und... Oh, hier haben wir was. Leute, es ist schon wieder ein Trainer. Es ist ein Trainer-Display. Kriegen wir noch eine Full-Art? Saguaro auch noch als Full-Art. Was geht denn ab? Der Trainer-Loss-Fluch erhält an, auch mit dem neuen Set, Leute. So, wir haben Saguaro als All-Art und als Full-Art. Von daher sind wir mit dem Kerl hier durch. Mit dem will ich mich nicht anlegen hier. Der macht bestimmt auch jede Menge Push-Ups. Wahrscheinlich jagt er auch die Macho-Man-Karte oder so. Keine Ahnung. Mega gut. 3 Trainer-Karten. 2 Trainer Full Arts, das ist heftig. Das heißt aber, dass wir möglicherweise keine Pokémon Full Arts ziehen. Calamitous Wasteland und das Weavile. Schön, die haben wir auch noch nicht. Schöne neue Holo für die Sammlung. Ich würde sagen, da geht noch was. Da geht auf jeden Fall noch was, Leute. Vigoroth, auch cool. Ich meine, die sehen wir zum ersten Mal. Oranguru, auch zum ersten Mal. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor in dem Set. Pyroar, Hip-Hop. Und was ist das? Eine EX-Karte. Das ist eine EX-Karte. Haben wir Spinsidias EX? Nee. Oh, Meowscarada EX. Let's go. Die ist scharf. Sehr schöne EX-Karte. Beim letzten Mal hatten wir also ungefähr 18 Displays hochgerechnet gebraucht. Mal schauen, wie schnell es diesmal geht. Natürlich mit dem Tauschen und so. Na, ich habe nicht 18 für mich selber aufgemacht. Aber wenn man es machen würde, dann braucht man ungefähr 3 Cases. Jetzt bin ich gespannt. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt bei den 2 Illustration Rares bleibt. Ich denke, dass es aber in der Regel schon eher 3 sind. Leute, seid ihr bereit? Also hier ist was. Ich sehe hier am Rand, sieht man ein bisschen was schimmern. Könnte jetzt aber auch einfach nur eine EX-Karte sein. Wir lassen uns überraschen. Wir gehen rein. Sprigatito, Last Pack Magic, Magnemite, Necklestack. Lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, wie ihr das Set findet. Seid ihr gehypt? Macht ihr mit beim Boxbreak. Nächste Woche am Samstag. Wir haben noch englische Booster zur Verfügung. Deutsches ausverkauft. Wir haben das Mankey. Wir haben keine 3. Illustration Rare. Bravery Charm. Und die letzte Karte ist... Yo, Pikachu, Pikachu. X. Sehr geil. Mit die schönste EX-Karte, wie ich finde, bis jetzt. Ey, die haben sie echt gut gemacht. Leute, wenn ihr mitgezählt habt, dann waren es noch 35 Booster. Ich habe gerade auf den Tisch geschaut, war schon am Foto machen und da lag noch ein Booster. Also, vielleicht passiert das nochmal was. Wir gehen nochmal kurz rein. Vielleicht bringt Pikachu unser Glück. Ich dachte mir gerade, hä? Vielleicht kommt jetzt auch noch die 3. Illustration Rare. Wir schauen mal. Saguaro, der hat schon Glück gebracht. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt nochmal eine Iono
Alter, das war heftig und haben mir, nee, trotzdem keine dritte Illustration Rare. Also, nochmal ein Tinkertown in Holo, das war jetzt das Last Pack Magic. Wir haben die seltenste Karte des Sets gezogen mit Despotar Illustration Rare. Chauros, auch mega gut. Wir haben 2 Trainer Full Arts, 1 Trainer Alt Art. Insgesamt würde ich sagen, hat noch Potenzial nach oben. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like, Kommentar da und natürlich ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video sehr bald wieder. Bis dahin, ich bin raus und ciao, ciao.